machen wir es halt so. So, wie schaut's mit Shirley aus? Schläft sich nur kurz aus. Na komm, ein paar Sekunden gebe ich ihr noch. Run ist soweit auch fit. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's, nächste Expedition. Run und Shirley. Ach, das sind die anderen von mir gerade, glaube ich. So, wie gesagt, da unten waren wir ja schon. Ich würde jetzt ganz gerne direkten Wege hierher. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, der Balk muss doch irgendwo zu finden sein, Leute. Entschuldigung, aber ist doch so. Da irgendwo ein großes Haus, ja, da vorne haben wir große Häuser. Komm, die Lichtung besuchst auf jeden Fall. Und hier hinten gibt es dann immer so einen kleinen Puffer, wo ich dann weiß, ah, wenn sie da sind, sind sie gleich zu Hause. Jetzt mal die den Hammer reinpacken soll, ne? So. So, Run kriegt er wie gesagt immer die Schutzweste mit. Ist der wichtigste hier in der Gruppe. 10 Schuss reichen da, Leute. Nein, wir besiedeln da unten das andere Biom. Das ist mir zu unsicher. Aber ein Verbandskasten sollte da eigentlich reichen. Wieso habe ich denn eine von diesen Westen über? Egal. Auf geht's. Wasser. Was will ich denn mit Wasser hier? Wo ist sie denn gerade? Da unten stehst du? Okay, reparieren wir den mal. Ja, dann kannst du auch mal direkt das, oh, das Wasser einsammeln. Essen 35 und 40. Ja. So viel zu dem Thema. Kimberly. Bitte bringt doch mal. Warte. Den Sprit kaufe ich vollkommen auf. Das macht ja nur zwei Fleisch. Das ist ja kein Thema. Aber bitte bringt doch mal Schalter mit. Hier, Leute. Schalter. Da habe ich wieder einen Schalter. Wo ist denn der her? Ich frage gar nicht jetzt. Reicht. Dusche reparieren. Toilette reparieren.
Wie soll ich denn weitergehen? Ist dein Ernst, Fräulein? Angreifen. Oh, Leute, ich knall dich gleich ab, ey. Es ist doch ein Witz. Geht doch. Vielen Dank. Hätte ich keinen Bock auf Trauma, weißt du? Außerdem habe ich das Gefühl, dass Überwältigen wesentlich mehr Erfahrungspunkte bringt als Töten. Ich weiß nicht wieso. Ja, Erik. Tschüss, Erik. Linsen habe ich nicht, Cordiz, Quatsch, Magnesium habe ich nicht. Bücher habe ich nicht, das habe ich nicht. Also, kann ich noch irgendwas wegschmeißen, damit ich das Magnesium zumindest mitnehmen kann? Oder... Oder nicht. Komm, nehmen wir einfach Gäse mit. Guck mal, die sind doch eh jetzt hier. Wieder am Schutzbunker. Gut. Das ist fertig. Das ist nicht die Rede wert, das zu reparieren jetzt hier. Ach ja, das war ja der Hinweg. Ich erinnere mich dran. Kann ich noch irgendwas bauen? Fass geht noch nicht. 8 Gummi erst. Okay. Ja, mich... Es interessiert mich ja schon, ne? Komm, wir lassen uns mal so ein Messer bauen. Und so eine Brechstange. Das ist zwar verschenkter Platz, aber... Komm, was soll's. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wo ist es denn? Vor allem ein Brecheisen, wo ich den Schaden nicht sehe, Leute. Why? Warum? Nein. Echt nicht. Also, nein. Sorry. Sprechen. Ja, ja, mach mal. Sprich mir deine fremden Leute an. Also. Ist das dein Blut? Möchtest du handeln? Nee, sie möchte handeln. Habe ich denn irgendeinen Scheiß dabei? Oder? Eigentlich nicht, ne? Will ich schon mitnehmen. Ja, es ist ja, ja, die sind ja schon so auf dem Rückweg, dass die quasi bei mir zu Hause sind wieder. Und dann nehme ich die Erfahrungspunkte mit, dann handle ich so gegen so. Kann er gut gebrauchen, das Charisma hier. Da rangehen und nicht ans Funkgerät. Oh nein, hau ab.
Hat aber schon lange keiner mehr was kaputt gemacht bei mir. Wie soll ich denn weitergehen? Ein freies Bett? Nein, ich habe kein freies Bett für dich, Diane. Jetzt, wo ich den Namen lese und den Typ sehe, hätte ich sie vielleicht trotzdem rekrutieren sollen, aber nee, okay. Sorry. Ist nicht böse gemeint. Ich kenne ja jemanden, der so heißt. Deshalb. Es bringt ja kaum Erfahrungspunkte. Gut, 14 Orte haben wir auch nur besucht. Aber trotzdem, ja. Alles klar, okay, wir haben wieder einiges an Zeug mitgebracht. Erst duschen, dann essen, schlafen, duschen. Wenn du fertig gefunkt hast, trinkst du mal Wasser. Auf jeden Fall noch 32, 30 mit den beiden, wenn die fertig gegessen haben. Damit sie beschäftigt ist jetzt. Ja. Schalter! Danke. Irgendwas im Tausch anzubieten? Ja, habe ich. Ich weiß, dass ich anzubieten habe. 8x Plastik habe ich anzubieten. Wie sieht denn mein Wasservorrat aus? So, okay. Habe ich gerade kurz abgeholt. Stimmt, jetzt wo ich mich dran erinnere. Ist nicht so lange her gewesen, dass ich das gemacht habe. Ganz ehrlich, das Ding da oben würde ich auch mal eben abbauen, weißt du das? Nee, nee, nee. Nicht nach. Abmontieren. Ach, kann ich nicht. Oh, warum kann ich denn das kleine Ding nicht abmontieren? Was auch immer er jetzt oben sagte, der Herr Florian Farbender. Ich konnte es jetzt leider nicht lesen. Keine Aufgabe mehr, ne? Nee. Trainiert und geht dann schlafen. David ist am Futtern. Gleich zumindest am Futtern. Trainiert sie dann noch weiter, dann hat sie wieder eine Aufgabe. Objekte untersuchen. Ja, ja. Erstmal alles mitnehmen, kann ja nicht schaden, ne?
So, und sie ist müde. Okay, die müssen beide danach mal die Toilette benutzen. Er muss aber auch als erstes die Toilette benutzen. Wenn du Schalter hast, was du nicht hast, aber du hast Rohre. Ja, auch wenn es viele Rohre sind, die ich da habe, aber ich nehme sie trotzdem mit. Diesmal gehen wir noch etwas tiefer, weil ich will die beiden Dinger da loswerden. So, nach dem Örtchen gehst du aufs ins Bettchen. So, eine Bestätigung für alles nehmen, wenn man den ganzen Platz eh hat. Naja, wäre toll, aber gibt's nicht, weiß ich. Komm, du kannst schon mal die Dusche reparieren. Das Ding auch reparieren. Und dann benutze die Toilette nochmal. Bett reparieren. Bett reparieren. Toilette benutzen. Komm, fegen wir mit ihm irgendwie durch. Jetzt ist er wieder ein bisschen müde, dann schläft er noch mal kurz, während sie da oben repariert. Du sollst ja nicht hinlaufen, du sollst eigentlich auf Schirle wechseln. Danke. Kraftstoff kannst du auch noch mal eben hinzufügen, das macht ja auch Sinn. So, duschen und dann Frequenz abhören, bitte. Alles klar, so, fertig sind wir. Das ist soweit fertig, das auch, alles klar. Gut, Expedition planen. David ist wieder Anführer und Marie ist wieder Begleiterin. Never change the running system, oder wie heißt das so schön? Nö, Leute. Nö. Nix. Keine Ahnung. Ich finde die nicht. Ich finde die Kleine nicht. Ich finde sie einfach nicht. Ich kann doch nicht sagen, dass ich die nicht finde. Wir waren hier komplett. Wir waren hier komplett, da komplett. Wir waren überall komplett. Ich finde sie einfach nicht. Hey Leute, das kann jetzt noch nicht sein. Jetzt habe ich hier. Attacke! Kleine Fabrik, Schule, Kirche, Bank, Apotheke, Tankstelle. David kriegt erstmal ein Gewehr, dann kriegt er eine Gasmaske und David bekam das hier. So. Und den ganzen Stick. Ausrüsten. Gasmaske. Das hier, jenes hier. Einer wird erreichen. Und? Wie viele habe ich? Wie viele Granaten? Was meint ihr? Wow. 6, 8. Okay, komm. Dann machen wir folgendes. Nehmen wir noch eine Granate mit und wir senden auch diese Gruppe. So, und wenn du
Das heißt Funkspruch für Händler. Und sie repariert uns jetzt gleich den Wohnwagen, damit wir den komplett haben. Und hier sind noch 22 Minuten. Alles klar. So, und dann reparieren wir hier schon mal direkt weiter. Und ihr Lieben, ich verabschiede mich aber aus der Aufnahmesession. Ich habe schon wieder etwas länger überzogen, als ich wollte. Mal wieder, wir kennen es ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüssi.